Das ist die regenerative Permakultur in Wolfertsweier. Und die Besonderheit in diesem Garten ist ja ganz klar, dass wir weder künstlich düngen. Die künstliche Wasserzufuhr ist ganz, ganz selten. In diesem Jahr haben wir alles, was wir euch jetzt zeigen, nur einmal so wirklich gegossen. Und es wird hier auch vor allen Dingen nichts gespritzt, keine Chemie. Es ist alles organisch, was wir hier aufbauen. Und alles, was hier blüht, ist halt für die Insektenwelt interessant. Das sind insektenbestäubende Pflanzen. Hier haben wir noch eine Besonderheit für euch, und zwar der Blick in ein Bienenvolk. Und das Schöne ist, das sind hier alles Naturwaben. Ja, das haben die Bienen alles selber gebaut. Das ist nochmal so eins der Besonderheiten der regenerativen Bienenhaltung, dass die Bienen in ihrem Brutraum nur Naturwabenbau haben. Und das ist natürlich sehr gesund für die Bienen.